Jetzt wollen wir jetzt bitte? Ja. Wir haben jetzt hier, also hier heute uns zusammen versammelt. ja. Wir haben uns heute Also ich gucke mir erstmal die anderen Kandidaten. Ich bin der Sepp, das ist die Julia und in unserer Mitte sitzt der Stefan. Der Stefan möchte gerne Landesvorsitzender werden. Der Stefan hat eine nette Mail rumgeschickt, die ich freundlicherweise an alle Listen verbreitet habe. Was er nicht möchte, vielleicht möchte er uns heute erklären, was er möchte. Und da haben wir ein paar Fragen im Pad gesammelt und legen mal los. Erstmal stell dich doch einfach mal vor, Stefan. Du heißt, wie alt du bist, wo du herkommst und wieso und warum. Hallo, ich heiße Stefan. Also was ich nicht möchte, ich habe den Sepp beauftragt, diese Mail an alle Listen zu verteilen, um den Sepp mal zu entlasten. Was war die Frage? Ich bin, ja, ich heiße Stefan, ich bin 35. Was war die Frage? Wie du heißt? Hallo, ach, so, ich Stefan. Ich habe mich zweimal gedacht, ich heiße Stefan. Die Frage war, wie du... okay. Wer bist okay, du? Das wird ganz lustig. Ja, Familienstand? Weiß auch jeder. Und interessiert auch keinen. Ich kandidiere zum Vorsitzenden. Ich habe keine Familie, ich habe keine Freundin, ich habe keine Kinder. Ich bin IT-Mensch. Und... du bist also das Standard-Kellerkind. Ja, ich bin das Standard-Kellerkind, auch wenn ich dann, das ist alles nur angemalt hier. Und ich arbeite gerade bei einem öffentlichen Sender und habe viel Zeit auf der Arbeit, um irgendwelche anderen Sachen zu machen. Hoffentlich. Okay. Bist du ansonsten irgendwie bei irgendwelchen Vereinen und Organisationen? Ich bin noch Mitglied bei der Partei, die Partei. Ich bin ein eindeutiges Doppelmitglied und habe noch keinen Mitgliedsbeitrag bezahlt bei der Partei, die Partei. Habe ich auch nicht vor. Ich habe nämlich nicht meine Wunschmitgliedsnummer bekommen. Geht gar nicht. Ja. Außerdem steht ein falscher Name auf meinem Mitgliedsausweis. Okay. Von der Partei, oder? Ja, da steht Schimanski drauf. Schimanski? Ja. Das war wahrscheinlich, ja. Naja, gut. Es gibt ja eine ganze Reihe Kandidaturen für den Landesvorsitz. Also es haben sich schon drei Leute eingetragen, unter anderem auch unseren amtierenden Vorsitzenden. Wieso meinst du denn, dass du für diesen Posten besonders geeignet bist und vielleicht sogar noch besser als die anderen Kandidaten? Das wird eine recht große Frage. Ja. Die vorher abgesprochenen 37 Minuten auf diese Frage nehme ich mir jetzt. Ich glaube gar nicht, dass es nur an dem Vorsitzenden liegt, dass ich auch kandidiere, sondern an dem Vorstand gesamt und die Art und Weise, wie in den letzten vier Jahren oder drei Jahren, die ich dabei bin, hier gearbeitet wurde. Es gab bisher einen Vorstand, mit dem ich wirklich zufrieden war. Das ist jetzt eine Weile her. Das war damals der Vorstand, als wir zur Kommunalwahl angetreten sind. Da waren wir nicht so viele Leute, da war sau viel zu tun und das hat alles geklappt. Ansonsten ist die Entwicklung der letzten Jahre ein wenig mau, was so Programmatik angeht, was Vernetzung angeht und so weiter. Und im kommenden Jahr wird sich die Arbeit vervielfachen, gehe ich zumindest von aus. Wir haben zwei Wahlen, wir haben eine Aufstellungsversammlung für eine dritte Wahl vermutlich noch, je nachdem wie das geregelt wird mit der Europawahl. Wir sind zwar auch wesentlich mehr Leute, die jetzt Arbeit übernehmen können, das muss allerdings koordiniert werden. Und die Zeiten, wo wir irgendwie sagen, der Vorstand ist nur verwaltend tätig und das muss alles aus der Basis kommen, sind in Maßen vorbei. Tendenziell ist das natürlich richtig, aber als Vorstand muss man mehr tun als nur verwalten. Man muss verknüpfen, man muss aktiv zugehen auf die einzelnen Gruppen und schauen, dass die Arbeit koordiniert wird. Und das ist, auch wenn das oft nicht so gesehen wird, die Aufgabe des Vorstandes, weil doch immer viele Leute zum Vorstand gehen, sagen, hier, ich habe die und die Idee, was sagt ihr als Vorstand dazu? Und man weiß als Vorstand einfach immer mehr, was passiert im Landesverband und hat dann auch die Möglichkeit, die Leute miteinander zu verbinden und dadurch zu sorgen, dass auch mehr Arbeit und gescheite Arbeit gemacht wird. Ja, du hast jetzt gerade auch Programmarbeit erwähnt. Wie stellst du dir das denn vor? Also was für eine Rolle soll denn der Vorstand bei der Programmarbeit überhaupt spielen? Im Grunde gar keine. Es gibt im Liquid Feedback haben der Ralf, der Age und der Levu haben mal skizziert, wie die Arbeit eines politischen Geschäftsführers aussieht. Und das ist das aktive Zugehen auf alle politischen AGs, AKs, wie auch immer. Und denen zu helfen bei ihrer Arbeit, die zu unterstützen, auch da wiederum zu vernetzen, vielleicht zu schauen, was passiert im selben Bereich
anderen Landesverbänden gibt es irgendwie da Zusammenarbeit mit dem Bundesverband, damit Arbeit nicht mehrfach gemacht werden muss. Und da ist die Aufgabe des politischen Geschäftsführers, die Effizienz voranzutreiben, die dann in der Basisarbeit in den AKs, in den AGs gemacht wird. Mhm. Und der Vorsitzende? Der Vorsitzende macht das Ähnliche, wie der politische Geschäftsführer, nur geht er nicht in die politischen AGs rein, sondern der kümmert sich viel um das Organisatorische, was auch eher nach außen halt transportiert wird vielleicht. Wir haben eine AG Öffentlichkeitsarbeit, jetzt irgendwie seit einer Woche nicht ganz so, wie der Christian Hufgart die sich vorgestellt hat. Ich glaube, die Nicole Staubus macht das und es geht um Flyer erstellen. Wir haben mit dem Sepp die AG Streaming, wir haben eine AG Einstieg, die immer vor sich hin dümpelt seit Jahren und mal mehr oder weniger aktiv ist. Und hier sehe ich den Vorsitzenden ganz klar irgendwie in der Verantwortung, da zu diesen AGs zu gehen, die zu stärken, die zu vernetzen, die zu fördern und dem Rest der Basis ein wenig in den Hintern zu treten, sich da zu beteiligen. Okay. Wollen wir aus dem Pad weitermachen? Keine Ahnung, wenn Machen du möchtest. Wir. Ja. Ich meine, wenn wir schon um Fragen bitten, warum genau jetzt für den Vorsitzenden kandidierst, das war die Frage eben, das hatten wir jetzt hier so drin. Wie stellst du dir die Arbeit vor? Was denkst du, ist die Hauptaufgabe? Das hatten wir jetzt auch für dich im Landesvorstand. Naja, ich kann da noch mehr zu erzählen. Also generell, was mich stört am Vorstand halt, dass im Moment, es gibt zwar viele, viele Aufgaben für die einzelnen Leute und die werden ja auch im Grunde irgendwie abgehandelt. Aber die Vorstände im Moment sind zwar befugt, Kai sitzt ja auch hier, hallo, sind befugt, in ihrem Bereich Entscheidungen zu treffen. Das passiert aber nie. Letztlich treffen alle möglichen Entscheidungen immer der Gesamtvorstand. Das heißt, jeder Vorstand muss immer über alles Mögliche genau Bescheid wissen. Und ich finde, das lähmt den Vorstand doch ein wenig, weil einfach das zu viel ist, für jeden Vorstand über alles Mögliche Bescheid zu wissen. Und ich hätte schon ganz gern, dass in Zukunft vielleicht einzelne Vorstände in ihrem Bereich auch wirklich Entscheidungen treffen. Natürlich müssen über Finanzanträge auch in Zukunft alle abstimmen und nicht nur der Schatzmeister, das wäre ja ein bisschen komisch sonst, aber da die Arbeit ein bisschen mehr verteilen und das macht es dann hoffentlich ein wenig effizienter. Okay, dann die Frage, was qualifiziert dich für den Landesvorstand, speziell dich? Naja, also verknüpft das mit dem vielleicht deine piratige Geschichte oder sowas, was du bisher gemacht hast in der Partei oder sowas einfach? Also nachdem ich ja jetzt skizziert habe, dass der Vorsitzende organisatorisches macht und verknüpft und sich darum kümmert, da ich jetzt seit 3,5 Jahren Pirat bin und sehr, sehr viel organisatorisches gemacht habe, wie Demo-Orga, IMK-Demo, den Bundesparteitag und auf jeden Fall meine Fähigkeiten als Organisationsmensch bewiesen habe und auch, glaube ich, im KV Frankfurt und auch sonst schon dafür gesorgt habe, dass ich Leute miteinander bekannt mache, vernetze, weil ich eigentlich immer viel unterwegs bin auf Piratenveranstaltungen und dadurch weiß, wie viele Leute ticken, dass ich die ganz gut verknüpfen kann miteinander. Du hast ja, also eine klassische Vorsitzendenaufgabe ist ja auch Presseinterviews geben, solche Geschichten. Machst du das gerne und für wie qualifiziert siehst du dich da? Bist du gut über die hessische Landespolitik informiert und so weiter? Auch ich denke schon, dass ich im Grunde mitbekomme, was läuft. Also ich kann so Interviews geben. Ich würde da aber, das kommt immer darauf an, wie die Anfrage ist. Wenn es so was ganz Allgemeines ist, irgendwie, dann kann ich das auch. Wir haben aber auch einen Pressesprecher mit Herrn Hufgart, der das auch kann. Wenn es was Politisches ist, würde ich da eigentlich den politischen Geschäftsführer in Zukunft auch in den Vordergrund stellen, weil dafür ist er auch da, dass er eventuell bei Interviews oder bei Podiumsdiskussionen oder wie auch immer guckt, wer ist geeignet. Wen können wir da hinschicken? Oder ist im Zweifelsfall eher derjenige, der den Überblick hat und das auch selbst macht? Okay. Ich habe noch ganz viele Fragen, aber ich möchte nicht alles an mich reißen. Und ich mache das mal wie ein Tennisspiel hier. Genau. Ich kann natürlich auch alles an mich reißen. Okay, du hast ein bisschen von dir berichtet, einfach so. Ja, dann ist hier die Frage, die hier drin steht. Der derzeitige Vorstand agiert sehr defensiv. Was stört dich daran? Das ist ja sehr defensiv. Wundervoll. Dann gehen wir zur nächsten Frage. Also warte, ich gehe da mal kurz drauf okay. ein. Also es macht irgendwie, ich weiß, dass Thumann zwar viel unterwegs ist, aber es macht oft den Eindruck, dass Informationen alle zwei Wochen bei der Landesvorstandstelco erst
einfließen und dass quasi die Informationen zum Vorstand gehen öfters. Und ich sehe schon einen bösen Blick vom Kai. Ich finde, dass Vorstände, dass die sich selbst holen müssen. Und deswegen meine ich das auch mit dem Zugehen auf die AGs, AKs. Man muss den Leuten halt viel mehr in den Arsch treten und kann nicht alle zwei Wochen sagen, so, was ist jetzt bei euch gelaufen? Ach, von dem und dem und dem AK, AG ist keiner da. Naja, gut, was soll's. Sondern man muss halt gucken, dass das jetzt, das ist ein sehr entscheidendes Jahr für uns, dass wir das auf jeden Fall ordentlich pushen. Okay. Darf ich jetzt wieder? Ja, du kannst gerne. Okay, bisher gibt es auf der Kandidatenliste, also ist es tatsächlich eine Kandidatenliste, es kandidiert noch keine einzige Frau. Siehst du das als ein Problem an, wenn wir am Ende einen reinen Männervorstand haben? Also die einzige Frau jetzt im Vorstand möchte nicht wieder kandidieren, beziehungsweise ist gerade zurückgetreten. Wie siehst du das? Ja, Mai, wenn es halt so ist, ist es so. Ja. Ich kann niemanden zwingen zu kandidieren, ich kann auch... keine Männer zwingen, nicht zu kandidieren. Wir haben einen Gast der grünen Jugend gerade hier, der hier was in Quoten reinhustet. Ja, einmal bitte draufzoomen. Ja. Das ist Marzipanlikör von der grünen Jugend, großer Fan der Piraten und er schuldet mir noch ein Bier. Er unterstützt mich. Ja. Kannst wenigstens in die Kamera gucken, Mensch. Ja, ja Mai, ich meine, mittlerweile ist es bekannt, dass... wir nicht beißen, wenn eine Frau kandidiert. Ja, das ist ja auch nicht so, dass... das kann man so oder so sehen. Nein, ich denke an einige Bekanntgaben von Kandidaturen für den Bundestag, wo ganz heftig gebissen wurde. Aber jetzt ehrlich? Nicht von dir, sondern von Leuten auf der PPH zum Beispiel. Ja, das lag daran, dass Leute aus Brandenburg oder sonst wo auch sehr neu in der Partei sind. Ja, und nicht, weil sie Frauen sind. Naja, also, gut, also ich weiß nicht, wie... Du spielst doch jetzt auf Anker an. Ja, ich spiele auf Anker an, aber sie ist zwar auch seit wenigen Monaten in der Partei, aber sie macht ja seit Jahren Arbeit für Piratenthemen. Richtig, aber wenn man sich das durchgelesen hat, diese 3000 Schrottmails, dann ist da, also, dann steht da nicht drin, oh mein Gott, eine Frau kandidiert, rette sich, wer kann. Nein. Nein. Also wir beißen nicht und wenn einer kandidieren möchte und ein Nee, dann einfach drauf los. Und der Beste gewinnt. Wie bei Olympia. Ja gut, da wird aber agiert, aber egal. Wer am besten, wer sich am meisten Drogen reinzieht, gewinnt oder sowas. Das wären ja lustige Parteitage. Also was so noch kommt, ist, würdest du mit jemandem im Vorstand zusammenarbeiten, den du nicht leiden kannst? Hättest du ein Problem, irgendwie bestimmte Leute im Vorstand zu haben? Steht hier jetzt als Frage so drin. Es ist bestimmt nicht mein größter Traum, mit irgendwelchen Leuten, auf die ich keinen Bock habe, im Vorstand zu sitzen. Ja? Aber, ja Mai, wir werden halt gewählt, was soll's. Standardantwort. Was soll ich sagen? Nein, ja. Dann fange ich an zu weinen. Dann trittst du wieder zurück. Ist doch absurd. Und wenn es ist ja nur ein Jahr. Ja. Das kriege ich schon irgendwie hin. Und wenn jetzt irgendjemand anders für einen Vorsitzenden gewählt wird, würdest du dich dann als Stellvertreter zur Verfügung stellen oder anderen Vorstandsposten? Also ich halte die Positionen, die Jürgen und Tumay vertreten, nicht wirklich vereinbar mit dem, was ich mir für nächstes Jahr vorstelle. Die Idee von Jürgen, den politischen Geschäftsführer abzuschaffen. Nur, wir haben seit Jahren einen politischen Geschäftsführer, der aber nie als politischer Geschäftsführer agiert hat, wirklich. Also Jürgen hat selber gesagt, er fand sich dafür nicht geeignet oder wäre der falsche Mann. Davor war es, wer war es davor? Tim? Tim. Tim, ja. Tim war im Grunde als politischer Geschäftsführer der Knabe und das Mädchen für alles. Ja. Egal, welche Aufgabe anfiel, ja, hier, Tim, macht es. Das war halt die Vorbereitung der Kommunalwahl und das hat er sehr, sehr viel mit Ralf gemacht und da war er voll eingebunden und da konnte man halt nicht viel machen als politischer Geschäftsführer. Wen hatten wir davor? Da war ich nicht in Hessen. Michael Stark. Entschuldigung. Was denn? Es ist zwar live, aber es wird ja danach geschnitten. Nö. Michael, ja, fand ich, er vertritt stark Thesen und kann durchaus diskutieren, aber hat das halt oft irgendwie auf Stammtischen nur gemacht und es hat überhaupt nichts gebracht. Apropos Stammtisch. Davor und davor hatten wir noch Stefan Hermes. Das lag der nächste an. Was ist denn hier los? Ja, ich weiß nicht, da kam ich halt neu dazu, hab da nicht viel mitbekommen. Er hat halt die Freiheit statt Angst in Berlin immer mitorganisiert.
was aber nicht die Aufgabe eines politischen Geschäftsführers in Hessen ist. Und das heißt, wir hatten im Grunde nie einen politischen Geschäftsführer. Ich habe aber das ja vorhin skizziert oder wie das auszusehen hat. Und es gibt ja diese Initiative im Liquid, wo das sehr genau beschrieben ist. Und wenn man das so durchführen würde, würde das enorm viel der Partei, glaube ich, bringen. Weil endlich mal in die Richtung geht der politischen Arbeit. Bisher tröpfelt das immer nur so vor sich hin. Also politischer Geschäftsführer, falls du nicht Vorsitzender wirst, könntest du dir vorstellen. Oder... Na, ich finde die beiden, die da bisher kandidieren, finde ich durchaus sinnvolle Kandidaturen. Also sowohl der Sascha Bahnhof als auch der André Hoffmann finde ich da super geeignet. Gerade weil also der André hat diese Initiative mitgeschrieben. Der Sascha ist hier kommunaler Mandatsträger und kennt sich auch ein bisschen aus. Und wie gesagt, bin ich mehr der Orga-Mensch. Ich würde mich zwar gern irgendwie selbst als Basispirat auch irgendwie politisch ein bisschen mehr einbringen. Ich habe ja ab und zu mal auch mal so einen Piratengedanken und so geschrieben, aber die Stärke fürs nächste Jahr im Orga-Bereich und im Verknüpfungsbereich hebe ich mir dann für den Vorsitzenden auf. Okay. Ja, du hattest eine Stammtischfrage, vielleicht wollen wir die vorziehen. Was ist dein Lieblingsstammtisch? Oh mein Gott, ist ja fürchterlich. Ich war aber in Berlin im Das Kinski. Interessiert die Leute da draußen. Ich war mal in Berlin im Kinski, das fand ich ja ganz toll. Übrigens, geht es um Hessen? Oder? Nee, nicht eher. So. Also war jetzt ein bisschen Spaßfrage. Aber es hat tatsächlich jemand im Pad gefragt, wie du das Verhältnis zwischen LV Hessen und LV Berlin bewertest. Also, wir könnten jetzt erstmal sagen, ole ole, Stammtisch höchst. Spaßfakt für die Leute an der Kamera, es sind hier, warte, 1, 2, 3, 4 Leute, 5 Leute da, die sehr unregelmäßig oder nie beim Stammtisch höchst sind, von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, die Mehrheit der Leute hier ist keine Stammtisch höchst, Leute. Und trotzdem ist Stammtisch höchst jetzt hier mein Lieblingsstammtisch und ich kriege hier gleich in die Schnauze danach, nach diesem Interview. So. Das ist sehr traurig. Stammtisch höchst. Ja, aber LV Berlin. LV Sag Berlin. Doch mal. Ach so, Verhältnis zum LV Berlin, der Hessen zum LV Berlin. Ja. Ich glaube, es gibt keine Beziehung zwischen verschiedenen LVs. Es gibt, so ist das nicht gemeint. Es gibt einfach viele, viele Leute, die sich gegenseitig kennen oder von Twitter kennen oder nicht kennen oder aus der Presse kennen. Und jeder bildet sich so seine eigene Meinung. Und die teilt nicht jeder, aber es gibt so keine Beziehung so wirklich zwischen LVs. Yeah. Also gibt es mittlerweile in jedem LV viel zu viele eigene, starke Charaktere, die irgendwie mit Dicken schieben und... Kai das Kaninchen hat mich immer wieder attackiert. Ja, Kai das Kaninchen ist es. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass man sagen kann, der LV Berlin, auch im LV Berlin gibt es zig Strömungen in jede Richtung und Leute, die sich nicht mögen und was auch immer. Ich fahre manchmal nach Berlin, ich fahre da sehr gerne hin. Ich treffe mich da auch nicht mit jedem, sondern nur mit den Leuten, die ich will. Ja, krass. Red auch nicht mit jedem, wenn es nicht in meinem Landesverband ist. Oh, der Kai winkt, ja, bitte. Du hattest ja vorhin gesagt, in der Vergangenheit hätte der Vorstand direktere Entscheidungen treffen müssen. Welche denn? Was heißt hier direktere? Hört man das im Stream? Du hast gesagt, die Kompetenzen hätten auf einzelne Leute besser verteilt werden können, sodass die Leute einzeln auch Entscheidungen hätten treffen sollen, um effizienter arbeiten zu können, wie du es genannt hast. Welche Entscheidungen gab es denn da so in der Vergangenheit? Okay, wenn ihr sowas entscheidet wie, wer fährt denn zu irgendeiner Podiumsdiskussion? Da muss ich in der Vorstandssitzung nicht eine halbe Stunde drüber diskutieren. Über Anträge, wo es um wenig Geld geht, dann kann man jemanden von mir aus mal irgendwie sagen, wenn du da und dafür zuständig bist, du kannst einfach mal irgendwie budgetmäßig bis zu irgendeinem Punkt gehen, wo du das entscheiden kannst. Muss nicht sein, wenn es um Geld geht, aber es gibt viele, viele kleine Sachen, wo ihr immer ewig drüber geredet habt. Und das finde ich unnötig. Genauso wie ich übrigens, muss ich ja dem Vorstand zugutehalten, ich finde es halt sehr unnötig, dass man Anträge stellt am Tag der Sitzung. Ist meistens so. Hast du einen Antrag gestellt morgen? Du stellst morgen einen Antrag wahrscheinlich auf... Ach nee, den stelle ich in den Frankfurter Vorstand nächste Woche. Ist aber, glaube ich, so eine allgemeine Tendenz im LV Hessen, dass einfach irgendwie ein Bedürfnis auf der Basis besteht, bei allem mitzureden. Also bestes Beispiel ja irgendwie dieser Videocast hier. Ja, ist aber auch, also wenn ich jetzt einen Antrag stelle, ich wollte es in Frankfurt auch schon immer durchziehen, aber es hat auch nie geklappt in Frankfurt. Die Leute stellen es auch immer erst am Tag. Eine Antragsfrist oder was? Ja, kriegt man auch nie durch. Ja. Aber es wäre halt schön, wenn die Leute mal sagen, hey, ich habe einen Antrag und in einer Woche Sitzung, den stelle ich jetzt und stelle diesen Antrag auch mal auf die PPH zum Diskutieren,
damit man als Vorstand irgendwie wird man halt konfrontiert, du kommst zur Sitzung, ein Antrag, 5 Anträge sind 2 Minuten vorher gestellt worden und dann musst du halt drüber nachdenken und diskutierst auf der Sitzung. Ja? Ja. Nee, auf jeder Ebene ist das scheiße. Ich meine aber jetzt dieses mit dem autonomen Agieren in seinem Geschäftsbereich. Wie, wenn du das so machen willst als Vorsitzender, wie gehst du damit um, wenn es doch relativ viele Leute in der Basis gibt, die gerne über alles diskutieren wollen und bei allem mitbestimmen wollen? Ja, ich meine, der Parteitag muss sich klar sein, dass sie jemanden wählen, der offensichtlich kein Idiot ist, ja? Dem sie vertrauen, sonst hätten sie ihn nicht gewählt. Und wir können einfach nicht immer über alles, was nicht das ganz große, wichtige Ding ist, ewig reden. Und wir müssen uns mal von dieser Idee verabschieden, dass jeder bei allem mitreden kann und will, weil nicht jeder hat von allem Ahnung einfach. Und es ist, wir haben einfach zu viele Leute, die offensichtlich von allem Ahnung haben und über alles reden, aber auch genau nicht mehr machen, außer über alles zu reden, vieles davon schlecht reden, aber nichts machen. Wie würdest du das ändern wollen? Hallo? Können wir die Fragesteller hier Fragen stellen vielleicht? wenn du Besuch hast? Wir sind aber nicht irgendwie demokratisch legitimiert als Fragesteller, aber ich bringe seine Frage gerne ein. Sollten wir das in Liquid Feedback reinbringen? Ja, doch, vielleicht. Hier. Ich kann ja auch twittern. Ja, nein. Ach so, habe ich schon Twitter-Fragen. Aber Kai, wenn du wieder kandidierst, dann können wir gerne auch eine Kandidatenbefragung mit dir machen, wo du die Sicht des Vorstands darstellen kannst. Warte, ich soll für jemanden winken, für Ekaron soll ich winken. So, hallo Eka. Kennt ihr auch seit 10 Jahren. Er ist nah. Einfach mal weiter. Nein, um auf Kais Fragen zurückgekommen, um auf vor einer Viertelstunde zurückzukommen, man muss halt irgendwie die AGs an sich stärken, dass mehr Leute in die AGs gehen, dass das viel offensiver bekannt gemacht wird, was die arbeiten und dass dann Leute wirklich mal sagen, hey, ich helfe jetzt in dieser der und der AG aus, und dann haben sie einfach weniger Zeit, um ihren ganzen Müll zu verzapfen auf der PPH oder sonst irgendwo. Man also kann übrigens uns mal, auch wir sind uns mal auf einig, Twitter die PPH stellen. Ist, ich sag seit Monaten, eine anstrengende Mailingliste. Ja. Und ja, ich weiß nicht, manchmal hat man auch den Eindruck, der Vorstand liest die PPH nicht mehr, das ist ungut irgendwie. Ja, zumindest sollte man dann wissen, welche Liste der Vorstand denn liest. Ja, genau. Man kann übrigens auch bei Twitter Fragen stellen, Hashtag ist Mongus. Wahnsinn, ja. Ja. Geil, hast du die Suche an? Das du? Super. Ja? Du möchtest jetzt die Frage stellen? Möchtest du sie stellen? Schreib einen Tweet. Hab ich eben gescheitert. Ah, der Tweet war, wie stehst du zu Liquid Feedback? Feedback? Oh. Wie stehe ich zu Liquid Feedback? Also, hör mal, diese Frage hat mir Julia gestellt vor 2 Jahren, letztes Jahr in Heidenheim. Die Trollfrage. Das war die Trollfrage. Das war die Frage. Es war damals eigentlich eine andere Frage abgesprochen, aber Julia hat mich getrollt. Die wollte ich nicht stellen. Richtig, weil ich habe auch vergessen, dass ich auf die Geschichte kommen. Nein, also mittlerweile, ich hab nach wie vor wie in Heidenheim keinen Account im Bundesliquid. Hast du dich beschwert? Ich habe mich irgendwann mal beschwert, habe auch eine Mail bekommen, habe die aber ignoriert, weil ich hatte keine Zeit. Also da kann ich nicht meckern. Im hessischen Liquid habe ich einen Account, bin da auch aktiv, stimme da viel ab, habe eigene Initiativen reingestellt, weil ich es, also das Bundesliquid ist mir einfach zu viel irgendwie und ich würde einfach nur alles wegdelegieren. Hessen ist noch, weil es nicht so viel genutzt wird, eigentlich relativ überschaubar. Und ich finde es ganz gut, ich dosiere mich nicht für alles, ich habe so 2-3 Sachen delegiert, ansonsten gucke ich mir das alles an und finde das auf kleiner Ebene durchaus nutzbar und würde das gern eigentlich in Hessen für die Programmentwicklung in Zukunft gerne genutzt sehen. Okay. Dann hatten wir jetzt hier den Punkt, wie viel Zeit kannst du für die Piratenpartei aufwenden? Ich glaube, du hast eben gesagt, mit deinem Job, dass du da ein bisschen Zeit hast im Job und nicht außerhalb. Genau, ich habe einen IT-Job und habe Zugriff auf einen Rechner und kann zwischenzeitlich lesen und auch mal vielleicht telefonieren. Und da ich auf dem Gelände vom HR arbeite und der HR will mein Interview, haben sie deswegen jetzt nicht weit, dann kann ich in der Arbeitszeit, wenn das mein Chef sieht, vielleicht, ja, das geht bestimmt irgendwie alles. Und ansonsten, ich mache das jetzt seit 3,5 Jahren und ich mache das jetzt noch ein Jahr weiter, weil ich bin ja ein erfolgsverwöhnter Mensch und ich bin ein erfolgshungriger Mensch und ich will auf jeden Fall, dass wir bei den nächsten 2 Wahlen sehr gut abschneiden und
habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es sonst ein wenig gegen die Wand fährt. Und deswegen werde ich jetzt noch ein Jahr lang hardcore die Zeit opfern und sehen, dass wir hier auf ordentlich Stimmen kommen bei den nächsten Wahlen. Im Gegensatz zur grünen Jugend. Haha. Wir haben eine Frage im Twitter. Twitter hat jemand veröffentlicht. Guck mal, ja. Wieso wurdest du vom Frauenstammtisch verwiesen? Bist du das? Bist du das? Ich habe gehört, du warst eigentlich ziemlich cool auf dem Frauenstammtisch. Er wurde gebeten, ihm wurde gesagt, dass es manche nicht so toll fanden, dass er da war. Keine Ahnung, ich kam da halt hin. Also ich hatte ganz klar meine Absichten gesagt, warum ich da war. Magst du die nochmal wiederholen für die nicht kennen? Also es ist ja durchaus so, man kennt das ja irgendwie, dass es immer heißt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, irgendwelche Leute treffen sich und wollen jemand anderen dabei haben. Auch beim Frauenstammtisch hat sich das kaum jemand öffentlich getraut, ja, zu sagen, oh Gott, die Frauen treffen sich. Das geht ja gar nicht, weil sonst gibt es sofort die Keule. Ja. Es wurde so ein bisschen getuschelt und so weiter und so fort. Und ich habe halt mit Lara, mit Selbstfreundin, nach dem ersten Frauenstammtisch, bei dem nur Frauen waren, ein Interview gemacht. Das steht auf der Webseite der Frankfurter Piraten. Und habe dann auch beim zweiten Stammtisch, der ebenfalls in Frankfurt war, hingegangen, habe gesagt, so, jetzt bin ich mal hier, ich bleibe eine Stunde nur, ich esse einen Burger und hau wieder ab. Ja. Guck mal hier, so, wer hier da ist und was hier so schwätzt und sagt dann, ja, Mai, gerade ich, der ein bisschen eine Vorgeschichte hat, ja, Mai, dass die Leute dich doch treffen, das ist ein ganz normaler Stammtisch wie alle anderen auch. Das habe ich so auch kommuniziert und dann hieß es aber auch schon 10 Minuten später, seit ich da wäre irgendwie die Stimmung anders und die Leute würden anders reden und ich würde so dominant die Themen setzen. Also ich habe einen Burger bestellt. Das fand ich jetzt nicht so dominant ein Thema gesetzt, auch wenn es gerade für Vegetarier ist es vielleicht ein Thema gesetzt. Also, das Thema lief auch so schon vorher. Und es waren ja auch andere Fleischesser da. Aber nicht jedes Mal, wenn man einen Einfluss auf irgendwas hat, macht man das absichtlich. Nein. Aber wenn ich mich hinsetze und die Klappe halte, bin ich nicht dominant und also aus meiner Sicht habe ich nicht, ich weiß nicht, wie vorher war, aber ich hatte auch nicht den Eindruck, dass jetzt alle da saßen, oh Gott, ein Mann, wir müssen jetzt sofort die Klappe halten und sind jetzt irgendwie ganz anders. Okay. Und wie willst du das in Zukunft machen? Also ich weiß nicht, ich glaube, es gibt ja auch die Frauen im Frauenstammtisch sind sich da ja auch uneinig. Frauenstammtisch oder auf dem Frauenstammtisch vielleicht. In diesem Frauenstammtisch gibt es verschiedene Meinungen. Stammtisch, was ist denn mit Ihnen los, Frau Reda, heute? In Zukunft gehe ich gar nicht mehr auf den Frauenstammtisch, denn es ist ein Frauenstammtisch und der juckt mich tendenziell null. Ja, okay. Ich hatte nur einmal diese gute Absicht, aber ja, mal. Es ist trotzdem nur ein Stammtisch und die Leute sind alle ganz normal. Und die machen keinen, oh Gott, Klüngel, Klüngel, wir müssen alle Männer abmoxen, damit wir Frauen auf die Liste kommen. Okay. Es gibt noch eine Folgefrage. Genießt du den Ruf, sexistisch zu sein? Gar nicht. Also es gibt... Also genießen hat ja zwei Bedeutungen in dem Fall. Nein, übrigens, wo ist denn mein Getränk eigentlich? Was willst du, dann gehört die Cola dir? Nee, die Cola gehört nicht mir, aber ich weiß doch genau, was du mir bringst. Ja, ich werde gezwungen, wenn ich jetzt einen Orangensaft bestelle, heißt die das... Die Mutter hat Fragen ja, wir haben keinen Orangensaft, aber ja. Apfelsaft. Dann bringen wir doch so ein Eins, ja, für den Gag, für die Kamera. Apfelsaft Schorle oder Bier, oder was? Ich weiß ja, dass ich eine gewisse Vorgeschichte habe. Also nach dem Bundesparteitag bin ich ja kurz darauf nach Berlin gefahren. Fabio Reinhardt hatte Geburtstag, da bin ich reingeplatzt, weil sich auch der Kegelclub da vorher getroffen hat. Und dann habe ich mich da unterhalten mit Schwarz Blond und mit Lotte, die 2 Stunden lang auf mich eingeprügelt haben, was mir denn einfällt, ja, was ich hier zu Lida zu sagen habe. Das ist doch Absicht übrigens hier. Keiner Zufall. Und dann haben die auf mich eingeprügelt und danach habe ich gesagt, so jetzt darf ich auch mal was sagen. Und dann haben wir uns halt 5 Stunden unterhalten und sind irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass die beiden auch sexistisch sind und dass wir im Grunde alle immer sexistisch sind. So. Aber ihr gehört, also ist das ein Problem? Lara hat es gesagt, es sieht nur so aus. Es ist Apfelsaft drin. Ja, also
Ja, mittlerweile, ich finde das doof. Ich bin kein Sexist, ich bin kein Schobi, wie es auch manche Leute mal sagen. Ja, dieser Ruf hängt mir nach. Es gibt immer noch Leute, die mir das anhängen wollen. Kleine Randgeschichte, beim Frauenstammtisch wurde, ich nehme mal keine Namen, wurde ja auch gesagt, dich habe ich vor 3 Wochen entfolgt. Ich so, aha, ja, warum denn? Und dann hieß es, ja, du twitterst dauernd so einen sexistischen Müll. Ja. Mhm. Und da hat ja der halbe Frauenstammtisch war ruhig und hat geguckt und meint so, ja, man kann ja hier den Stefan durchaus entfolgen, weil er viel Unsinn schreibt, aber sexistische Tweets bringt er nicht. Und ja, ist ja ein Ruf, der ihm anhängt, aber stört mich schon. Es ist aber durchaus mittlerweile ja üblich irgendwie, dass man einem einen Ruf anhängt. Und du kennst das ja selbst, das ist gerade ein aktuelles Thema mit Alex Morlang und dem wie heißt er, Simon Lange, Simon irgendwas, ja. Keine Ahnung, ja. mit dem Faschist und so weiter. Okay, die Geschichte habe ich nicht mitgebracht. Nein, aber du kennst das ja noch aus Hessen, dass Leute, die hier auf der Couch sitzen, zufällig sind drei Faschisten auf dieser Couch gerade sitzen. Was? Ich? Ja, du, weißt du noch. Weißt ich kenne meinen Ruf immer nicht mehr. Ja, komm, damals Bundesparteitag und so weiter, das weißt du doch noch. Die BPT-Orga, ich voran und meine ganzen Gefolgsleute sind die Faschisten und so weiter. Ach so, wegen der Taschen, ja. Ja, ja, und solche Sachen. Ja, okay, na gut. Das ist halt irgendwie, finde ich das doof, man hängt halt Leuten irgendwas an, ja, und teilweise ziemlich hart und die Leute werden nicht mehr los. Ja, okay. Aber, ja. Hast du noch Twitter-Fragen jetzt? Weil ich habe jetzt noch eine. Noch eine, mein Gott. Was hat denn deiner Meinung nach der aktuelle Vorstand gut gemacht? Er ist kalt drin. Also über Lothar kann man nichts sagen. Lothar hat seinen Kram völlig im Griff. Ja? Mit seinem Mahnwesen oder mit seinem Penetranten. Ich schreibe mal 1, 2, 3 Erinnerungsmails und wir haben eine super Bezahlquote und die Finanzplanung und wie auch immer. Alles, was ich nur halbwegs verstehe, würde ich sagen, ja, da können die anderen Landesverbände gucken. Ansonsten, ja, ich meine, es ist nicht so, dass hier gar nichts passiert. Ja. Natürlich war der Landesvorstand in irgendeiner Art und Weise aktiv. Die IT läuft wunderbar, ja, wo kein Auge drauf hat. Die Presse läuft weniger wunderbar, wo kein wiederum ein Auge drauf hat. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwie grottig war. Ich meine, Arbeit wurde schon gemacht, es hätte nur wesentlich mehr sein können. Jetzt habe ich doch noch eine. Doch eine, ja. Die von Henning? McCavity? Ah, ja. Oh, hier, AGS Tuning. Ganz toll, Henning. So. Für wie wichtig hältst du die Kommunalpolitik im RV Hessen und was würdest du als Vorstand gegebenenfalls zu deren Stärkung unternehmen wollen? Also ich halte das schon für wichtig. Ich habe jetzt gerade gestern auf die Kommunalpolitik-Mailingliste, die nicht ganz so frequentiert ist, mal geschrieben, ob wir nicht irgendwie gemeinsam zum Opt-out zur Opt-out-Thematik mal einen Antrag bringen. Wurde ich erstmal belehrt von Jens Fricke, dass das nur in Städten Sinn macht, ja, weil im Kreis funktioniert es halt nicht, weil das die einzelnen Gemeinden machen müssen. Es ist halt traurig, dass jetzt nach 1,5 Jahren gibt es quasi keine Vernetzung unter den Kommunalpiraten. Es gibt keine Seite, wo mal alle Anträge stehen, die jemals eingereicht wurden, wo die anderen sich bedienen können. Es gab noch nie einen Antrag, der überhaupt gemeinsam gestellt wurde. Und für mich ist das mit eine Aufgabe des politischen Geschäftsführers, das in Zukunft anzugehen. Wie du siehst, schiebe ich dem politischen Geschäftsführer auch ziemlich viel Arbeiten zu. Der wird auf jeden Fall halt auch ein Team brauchen. Oder im Grunde wird auch jedes Vorstandsmitglied für seine Arbeiten ein Team brauchen. Hat man jetzt auch gesehen beim Gensek, bei Judith. Ja. Die ganzen Helfer, alleine geht das alles nicht mehr und ich hoffe, dass ein politischer Geschäftsführer dann demnächst auch ein Team für solche Sachen aufbaut. Mhm. Früher war das der Ralf, der sich da immer mal ein bisschen drum gekümmert hat, dass die Kommunalpolitiker sich vernetzen. Es hat irgendwie nicht so geklappt. Es gab mal so 2 Treffen, da haben viele Leute zugesagt und kurzfristig abgesagt. Das ist leider sehr schade, weil wir da auf kommunaler Ebene sehr, sehr viel machen können. Was uns auf Hessen-Ebene auch nützt und Publicity bringt und man zeigt hier, wir wurden für das und das und das gewählt. Das haben wir jetzt auch mal gemacht irgendwie. Opt-out ist ein Beispiel, ja, oder Informationsfreiheitssatzung, da sind mehrere ja auch dran. Aber ich glaube auch nicht, dass die zusammenarbeiten und das ist schon irgendwie schade.
Wie ist das bei dir selber mit Unterstützung? Also hast du irgendwie Leute hinter dir, an die du deine Aufgaben delegieren willst? Ach, eine Menge, ja. Also okay. Achtung, den Stammtisch höchst. Ja. Okay. Nee, ich, ja. Mach du auf mal jeden weiter. Fall. Wie kannst du mit Kritik umgehen, steht hier als nächstes drin. Da sind wir vielleicht ganz richtig. Ach, oder? Weiß doch auch jeder. Ich hau jedem sofort in die Fresse. Ja, keine Ahnung. Kritik ist, ich habe meistens recht, das ist das Problem. Das ist das Problem an Kritik. Oh, die grüne Jugend heult schon wieder. Damit erübrigt sich die andere Frage. Ich hatte nicht gewollt, sondern gedacht. Ja, ja. Nee. Also ich habe... Achtung, hier sind so Flaschen. Das muss sein, aber bitte nur die gute. Ja. Nee, ich habe ein paar Leute, auf die ich auch höre, wenn sie mir was sagen. Und die mir im Zweifelsfall auch sagen, hier, da hat dir einer was gesagt und du hast es weggewischt und jetzt sage ich dir dasselbe nochmal. Und es gibt schon ein paar Leute, es gibt auch Freunde in der Partei, eine Menge, die mir auch im Zweifelsfall ordentlich in den Arsch treten würden. Ja, genauso würde ich, wie ich das auch machen würde. Ja, der Kai winkt. Kai und ich. Du bist ein Freund in der Partei. Ich sage ihm auch dauernd, hör mal, das ist scheiße. Da sagt er, ja, halt auf die Fresse, mach selbst. Ja, so wird es auch in Zukunft dann eventuell umgekehrt laufen, falls Kai sich entschließen sollte, nicht zu kandidieren, was wir aber nicht hoffen wollen. Okay. Ja, war dann das die Frage? Das war die Frage. Okay. Ich meine, Bashing, gut, wie du auf Bashing reagierst, dann hast du ja recht. Auf Bashing, ja. Ich teile viel aus, was Bashen angeht, da kann ich auch gut einstecken. Also okay. Ist ja auch nicht der gerade was beim BPT und so weiter, was ich da abbekommen habe und naja, schlimmer kann es nicht mehr werden als dieser BPT. Wie ist dein Arbeitsstil? Bist du der Organisierer, der Delegierer oder Koordinator, Do-it-yourself-Macher, Moderator? Alles. Ich delegiere manchmal zu wenig und Leute müssen mich zwingen, dass ich Arbeit an sie abgebe. Ich bin manchmal Perfektionist und wenn jemand was super gut macht, aber nur 95% so gut wie ich, finde ich das manchmal ein bisschen doof. Aber ich hab nicht ewig Zeit und ich muss irgendwann mal was delegieren. Okay, jetzt hat gerade irgendjemand im Pad hier gerade irgendwas fabriziert. Aha, ja, ah, ja, das ist immer gut. Ich kann mich noch an eine Frage erinnern, die du ja schon so halb beantwortet hast, ob du deine Wahrheit als die alleinig richtige akzeptierst oder ob es auch neben dir noch andere Positionen gibt. Suggestivfragen also, machen besonders viel Spaß. Nach wie vor so, dass ich eigentlich... Da haben wir noch ein paar von. Ich habe eigentlich so gut wie immer recht. Es gibt jemanden, der hat immer recht, immer, ist sitzt in der Bundesgeschäftsstelle und leitet sie, hallo Kirsti, ist aber nicht in Hessen, das heißt, hier habe meistens ich recht. Ich habe aber auch in den letzten dreieinhalb Jahren in Hessen viele, viele Anträge gestellt, bei denen ich ganz sicher recht hatte, die nicht durchkamen und ich habe das auch überlebt. Ich habe ein paar Niederlagen eingesteckt in der Partei mittlerweile und ich sitze immer noch hier und mach weiter. Ja, ich glaube, eine Frage, die viele ganz brennend interessiert, wie siehst du es in Sachen Kandidaturen? Planst du für Landes-, Bundestags- oder Europawahl zu kandidieren? Ich plane für den Landtag zu kandidieren. Warum? Spaß, gut, passt gut zusammen mit Vorsitz? Nee, finde ich halt am interessantesten. Ich war ja auch bei Landtagswatch ein paar Mal dabei. Außerdem würde ich gerne in Hessen bleiben, weil Hessen ist eindeutig das schönste Bundesland, das wir haben. Auch wenn wir keinen Zugang zum Meer haben, dafür haben wir einen Flughafen, der zwar viel Lärm macht, aber ihn dafür schnell ans Meer bringt, ja, im Zweifelsfall. Landtag interessiert mich in der Tat am meisten. Da geht es um die Trennung von Amt und Mandat. Warte, also um die Landtags... Ich kandidiere jetzt aber erstmal zum Vorsitzenden und... die Kandidatur zum Landtag wird vielleicht irgendwann extra mal in 1-2 Stunden erklärt. Das ist nichts, was ich in 1-2 Sätzen erklären kann, will, außer okay, dass es mich interessiert. Aber es ist ja jetzt nicht akut, also die Landtagswahl ist ja noch ein kleines bisschen mehr als ein Jahr, aber könntest du es dir prinzipiell vorstellen, Amt und Mandat gleichzeitig zu haben, persönlich? Nö, gar nicht. Also der Termin ist zwar noch nicht klar, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er so irgendwann im Oktober ist. Von der Landtagswahl und dass wir die nächste Wahl des Vorstandes einfach auf kurz danach vermutlich legen und dass dann die Vorstandszeit einfach auch endet. Ja, dass
sind dann vielleicht ein, zwei Wochen, die sich da überschneiden. Ansonsten müssen wir sowieso einen Landesparteitag machen nach der Wahl. Wegen Koalitionsverhandlungen. Wegen Koalitionsverhandlungen. Ich meine, mit 10-17%, die wir bekommen, und treten wir, die Grünen irgendwie haben leider Daniel Mack und werden dann damit leider auf unter 8% abrutschen. Die grüne Jugend hat es wem bestätigt. Ja, mit Daniel Mack werden sie nichts reißen. Und man kann ja nicht, dass ich eine Koalition anstrebe, sondern eher die alleinige Herrschaft. Was mit der MLPD? Oh, ja, also die Kommunisten, die fand ich schon immer unglaublich sympathisch. Ja. Die, also eine Koalition aus MLPD, die Partei und uns. Die müssen halt alle nur ins Parlament, ja. Ja, ich glaube, der Sparta will wissen, wie man Bembel schreibt. Was? Bembel schreibt man B-E-M-B-E-L. Okay, du bist qualifiziert für den Vorstand. Du hast mindestens einen Wähler. Ich habe ein Bembel geschenkt bekommen vom Sparta 644. Hast du denn auch den Bembel-Test bestanden? Ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die nicht bestanden haben. Weiß ich nicht. Wer hat denn den Bembel-Test nicht bestanden? Ich frag mal weiter in die Runde. Die nächste Frage. Warte mal ab, bis du kandidierst. Okay, dann kommen wir doch einfach mal zu einer netten Frage. Es gab von dir schon eine Kandidatur mit Bierdose, eine mit Bembel und hier war der Bembel mit R geschrieben im Pad. Das ist korrigiert. Ach du Scheiße. Ja? Wer war denn das? Komm, pass. Alles anonym. Was kommt diesmal? Diesmal kommt nichts. Also, aktuell Tannenzäpfle? Aktuell trinke ich einen Tannenzäpfle. Wir haben ja hier gerade gegessen. Das ist jetzt ein Verdauungsbierchen. Diesmal Apfelsaft. Apfelsaft. Das ist Verdauungsapfelsaft. Deswegen schmeckt das Bier auch so schlecht. Wie geht? Und auch noch ohne Kohlensäure. Willst du eine Show machen? So? Nein. Also ich habe tendenziell war es eigentlich, es waren wirklich auch damals ernsthafte Kandidaturen, muss man ja dazu sagen. Ja. Ich meine, ich war in Heidenheim natürlich ein völlig aussichtsloser Kandidat gegen Lauer und Merz. Ja. Darauf lief es ja hinaus. Ich war ja ganz froh, dass mir überhaupt Fragen gestellt wurden. Ja. Von den drei Fragen waren nur zwei animiert. Und ich glaube, Krul Bauer war wirklich jemand, dem mir eine Frage gestellt hat. Ich habe sie nur kurz nicht verstanden. Ganz toll. Ja. Nein, aber diese Biersache, der Schwimmer, der Christoph Erle, kann das viel besser erklären als ich, weil der hat es nämlich verstanden. Dieses von wegen hier und Basisdemokratie und jeder Mensch ist gleich und bla 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 und jeder hat dieselben Rechte und die alle kennen einen Gerhard Schröder und einen Stoiber, wie sie mit Bier im Fernsehen auftauchen und auf irgendeinem Oktoberfest sich einen reinschütten. Ja. Oder betrunkene Bundestagsreden halt. Richtig, oder das. Ja. Da ist das alles lustig. Der Unterberg ist für die Verdauung. Lustig und kein Problem. Aber wenn halt ein Pirat mit einer Bierdose dasteht, dann ist er halt der Penner. Ja. Und so haben das viele Leute auch gesehen. Viele haben auch gesagt, das ist der einzig authentische Kandidat. Hinzu du musst aber halt einen Anzug tragen. Ne? Hinzu, also hatte ich mir fürs nächste Mal vorgenommen, eigentlich, also, aber da habe ich dann nicht für den Bundesvorsitzenden kandidiert, kann ich ja nicht immer machen. Vor allem war halt diese 5-0-Dose, erstens ist 5-0 so das Hauspennerbier bei uns Stammtisch Höchstpiraten, ja, weil es gut schmeckt und weil es billig ist. Damals waren wir noch die 2,0-Lutschpartei und wir hatten halt die 5,0-Dose, war halt auch so ein bisschen Symbolik und so weiter und so fort. Hat auch keiner verstanden. Ja, Mai ist halt so. Bist du zu intellektuell für die Piraten? War ich in dem Moment wahrscheinlich schon, weil auch jeder irgendwie nicht fähig war dazu, weil ich doch, ja, danach, davor kam ja der Merz, kam direkt vor mir, danach kam dann der Lauer. Die Eintracht ist in dem Moment abgestiegen, als ich dran kam, wenn ich noch erinnert. Ich muss übrigens sagen, ich habe neulich den Bernd Stömer getroffen, der ja auch in Heidenheim gesagt hat, er arbeitet mit jedem zusammen, außer mit dem Eintracht-Fan. Dem habe ich gesagt, Bernd, in der P9, Bernd, hör mal zu, ich habe mein Wahlversprechen gehalten, habe gesagt, die Eintracht ist in einem Jahr wieder da. Was ist? Die Eintracht ist aufgestiegen, Tabellenzweiter, wir werden Meister, alles wunderbar. Das hältst du vom FSV? Wer? Was? Das interessiert mich jetzt aber noch. Welche Liga ist das? Ja. Da hat der Bernd als St. Pauli-Fan, der jetzt in der zweiten Liga ist, ein bisschen doof geguckt, aber Bernd hat auch gemeint, schön, dass das, ich bin ihm lange nicht mehr aufgefallen, auf einmal falle ich ihm nur noch positiv auf. Und da dachte ich auch, huch, ja. Aber er wusste erst meinen Namen nicht. Du hast so viele. Ja, richtig. Ach ja, richtig. Auf Twitter übrigens, @superheld. Genau, früher im Forum und dem IRC, mal Monges. Zweiter Account, verrate ich nicht. Das könnte ich machen.
Piraten Hessen, aber, für die, die es nicht wissen. Nein, aber ich komme noch auf den Apfelwein zurück. Der Apfelwein war halt irgendwie... ich hatte vorher Geburtstag und habe einen Bembel geschenkt bekommen von ein paar Freunden aus der Partei. Auf dem steht, es ist nur der ein Superheld, der sich selbst für super hält. Ein bisschen, naja, manchmal übersteigertes Selbstbewusstsein ist etwas, was ich vielleicht nicht leugnen kann. Und es war halt einfach irgendwie eine halbe Erwartungshaltung, dass ich bei der letztjährigen Kandidatur irgendwas mache. Die andere Hälfte war halt irgendwie ein bisschen Karikatur der vorherigen Kandidatur. Ich hätte mit dem, also es hat leider in Heidenheim nur jeder drauf geachtet, oh, der hat ein Bier, es hat aber keiner gehört, was ich zu sagen hatte. Was mir viele im Nachhinein beim Frühstück morgen gesagt haben, ja, wäre schön, wenn das, was du gesagt hast, auch jemand dann umsetzen würde. Oh Gott, was twittern die Leute für Scheiß? Der Brokkoli hat was getwittert. Der Brokkoli. Ja, das Kamerakind ist heute ein Brokkoli aus Stoff. Beim Landesparteitag letztes Jahr war es tendenziell eine ernsthafte Kandidatur, die ich ja zurückgezogen habe, weil Uwe wollte sich permanent nicht überreden lassen zu kandidieren, hat dann doch recht kurzfristig kandidiert, 2-3 Tage vorher, und dann habe ich eher den Uwe unterstützt, obwohl ich auch zu denen gehöre, die eine Woche vorher Tumay angerufen haben und ihn gebeten haben zu kandidieren. Ein wenig verwirrend alles, ja. Aber es waren eigentlich immer ernsthafte Kandidaturen, auch wenn ich mit Alkohol da oben stand. Wird jetzt in Zukunft wohl weniger vorkommen. Ich habe auch beim letzten Landesparteitag, da war ich Versammlungsleiter, falls sich jemand erinnert, es war ein bisschen gruselig. Wir hatten da jemanden, irgend so ein Troll, der hat 80 Millionen Bildungsanträge gestellt und hat den ganzen Sonntag da irgendwie rumgeherrscht. Da kam auch... Das waren, glaube ich, nur 56, ach so. Waren gefühlte 80 Millionen. Da kamen ständig Leute an den Versammlungsleiter-Pult-Dingens und haben mir so ein Weizenbier wollten mir entgegenhalten. Gesagt, das ist hier, Kinders, das ist eine ernsthafte Veranstaltung und Programm ist wichtig, ich kann jetzt hier nicht trinken. Abdito-Programm. Ja, nach dem Parteitag allerdings. Uiuiui. Wir haben noch eine Frage aus dem Twitter, und zwar, was ist im Moment dein für dich wichtigstes Landesthema? Also ich nehme an, es geht um Politik. Ach so. Ach ja, wichtiges Landesthema. Es gibt so viele Sachen, die wichtig sind, aber ich bin ja tendenziell, gehöre ich ja zu den Kernis. Ich finde, also wichtig ist sowieso immer Bildung. Bildung ist für mich eigentlich eine der wichtigsten Sachen, habe ich aber auch mit am wenigsten Ahnung von. Vertraue ich allerdings dem selbst irgendwie völlig. Ja. Also wenn er irgendwas erzählt, denke ich mir, macht Sinn. Es gibt andere Leute in Hessen, die sich auch um Bildung kümmern. Die erzählen auch was, denke ich mir, macht keinen Sinn. Aber ja, mei. Ansonsten... Das belebt ja den Wettbewerb, wenn es mehr als einen Vorschlag richtig, gibt. Richtig. Es gibt ja jetzt auch einen zweiten AK Bildung. Weiterbildung. Ach, Weiterbildung, okay. Ja. Finde ich aber gut. Also auch von Basti kommen ja auch gelegentlich... interessante Sachen. Nein, aber Sachen, die machen auch Sinn, auch wenn er manchmal, auch wenn ich manchmal schon mit Basti aneinander geraten bin. Grundsätzlich ist es ja gut, auch wenn man nicht der Meinung ist, dass solche Sachen wie zum Beispiel Schulpflicht versus Bildungspflicht auch in Hessen diskutiert werden, weil in anderen Landesverbänden wird das auch durchaus ergebnisoffen diskutiert, und dann wäre es ja schön, wenn bei uns eine Meinungsbildung stattfindet. Ergebnisoffen ist auch so ein schönes Wort wie alternativlos irgendwie, gell? Nee, also wirklich in dem Sinne, dass es für beide Seiten prominente Vertreter und Vertreterinnen gibt, die nicht alle verrückt sind. Behaupte ich jetzt mal. Ja. Und dann ist es ja gut, wenn auch bei uns solche Diskussionen stattfinden, von wem auch immer sie angezettelt werden. Ja, richtig, also Diskussion. Ich wollte nur sagen, mir ist noch keine Diskussion irgendwie so richtig, also... Ich sehe nicht, dass Themen wirklich kontrovers in Hessen diskutiert werden. Es ist schwierig, ohne persönlich zu werden. Ja, das ist leider das Problem, aber eine Diskussion ist ja nun mal irgendwie immer der Ursprung von einem Ergebnis auch. Ja? Wenn sich 10 Leute treffen, die alle von vornherein die gleiche Meinung haben, dann sagen die Hurra, Hurra, fassen sich an den Händen, machen einmal ihr Ringeltanz in den Weihnachtsbaum und dann haben wir Programm. Ja? Ohne dass einer mal gesagt hat, Moment mal, ich hinterfrage das aber alles. Der kann ja auch komplett Unrecht haben. Ja? Es gibt ja Leute, die öfter was hinterfragen.
die allerdings meistens noch Unrecht haben. Winkst du da? Unrecht im Publikum. Oder unruhig im Publikum. Unrecht im Publikum. Unrecht ist auch im Publikum. Juristen. Ich kann heute irgendwie auch nicht reden. Okay, aber wenn wir bei Themen sind, die Frage lautet, wie willst du Themen statt Köpfe umsetzen? Das ist eine von den Flaschenpostfragen. Keine Ahnung, warum. Okay. Das ist. Die Frage sollte sein: Willst du Themen statt Köpfe umsetzen? Nein, wie? Das ist wie? Nämlich. Nee, ja, dein das eine. Das ist wie mit der Basisdemokratie. Das ist fix. Ach so. Das wird ziemlich schwer irgendwie. Also, wir werden, wenn wir Richtung Wahlkampf gehen, Spitzenkandidaten haben. Ja? Also, wir nennen sie wahrscheinlich Kandidaten mit Listenplätzen. Die Presse wird es Spitzenkandidaten nennen und die Presse wird sich auf Listenplatz 1 und 2 stürzen und auf den Vorsitzenden und auf den PolGF. Und da liegt es halt an uns, themenspezifisch das zu verteilen, wenn wir für irgendwas Experten haben. Ansonsten ist das vermutlich so, dass wir ein paar Köpfe einfach haben werden. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Oder die Presse sagt... Themenköpfe oder Vorstandsköpfe? Na, ich sag ja, wir haben ja auch Listenplätze, die vielleicht angefragt werden. Also so ein Spitzenkandidat. Bundland, da sind schon zwei. Also gerade in NRW, der Michel Marsching im Wahlkampf oder doch irgendwie, habe ich von dem sehr selten was gelesen, im Gegensatz zum wie heißt er? Joachim Paul? Joachim Paul, ja, ich weiß nicht, was Joachim oder Johannes heißt. Der war ja als Spitzenkandidat quasi omnipräsent irgendwie. Und das wird sich wenig vermeiden lassen, denke ich. Ist das was, wo du gegenarbeiten möchtest als Vorstand? Ich meine, du hattest gesagt, dass du AGs, AKs stärken möchtest, vielleicht auch gucken möchtest nach Leuten irgendwie, die was zu Themen sagen können. Also du möchtest nicht der Vorsitzende sein, der vor der Kamera ist, sondern eher gucken, ob jemand was zu dem Thema speziell zu sagen hat oder der Pressesprecher vielleicht auch irgendwie sich melden kann. Das ist richtig, ja. Es wird nur einfach vielleicht schwer sein, weil die Presse irgendwann einfach... nicht immer anfragt beim Pressesprecher, hallo, hier, wir haben da irgendwie eine Idee, wir wollen ein Interview machen zu dem und dem Thema, dann werden die sich im Wahlkampf nicht damit abfinden wollen. Ja, wir schicken ihnen jetzt den Basispirat aus sonst irgendwo, und nee, wir wollen die Meinung von dem und dem hören. Ja, nee, das ist aber kein Experte. Und dann sagen die, okay, dann halt kein Interview. Das ist für uns auch nicht gut. Und das wird weiter darauf hinauslaufen. Ich hoffe natürlich, also, dass wir einfach Listenkandidaten wählen, die gescheit sind. Und so irgendwie mit Smartphone in eine Live-Talkshow setzen und irgendwie gucken, was die Basis sagt, so wie Johannes Pohner da das macht. Findest du das sinnvoll? Würdest du das machen? Ich sitze jetzt auch hier und lese, was lese ich denn hier? Ah, vom André Hoffmann, den ich gerade so gelobt habe, was ich denn hier für wirres Zeug rede. Das ist ja unglaublich, was hier steht. Hallo, was für Beleidigungen. Der Peter winkt mir, hallo Peter. Ansonsten der... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viele sind. Anwesende hier, der Herr Gedankenstücke fragt mich, ob ich der nächste Christian Hufgard werden will. Hallo? Okay, pack das doch wieder weg, das ist glaube ich nicht gut für den weiteren Verlauf der Sendung. Ich würde das nicht tun. Nee, ich würde mich schon gar nicht mit Sandalen in den Talkshow setzen, das ist nicht mein Stil irgendwie. Ich mag keine Füße. Aber du hast Sandalen. Ich bin gar nicht nackt, ich habe auch keine Sandalen. Okay. Ja. Ich würde mich am liebsten ohne Füße in eine Talkshow setzen, aber das 5-0 Pirat kritisiert den Auftritt des Sandalen-Piraten. Nee, gar nicht. Der kann da machen, wie er will, aber es ist nur nicht mein Ding. Okay. Wenn sich Freunde von dir mit anderen Piraten streiten sollten, bleibst du dann objektiv? Das ist gar nicht so, geht es suggestiv. Also ich trenne in dem Fall zwischen Vorstandsamt und meiner heimlichen, persönlichen Leidenschaft, der AG Beinebrechen. Letztlich mische ich mich ein und sage, hört mal zu, ich habe eh immer recht. Okay, dann haben wir auf Twitter noch eine Frage, die hattest du jetzt gar nicht erwähnt. Oh, sorry, war ich noch nicht so weit. Ah ja, jetzt weiß ich es wieder, ich wollte nur nicht unterbrechen. Ist die Frage, für welches landespolitisches Thema hältst du dich für am kompetentesten? Ich kann heute wirklich nicht reden. Keine Ahnung, das ist ja im Grunde so eine Frage irgendwie, in welchen Ausschuss willst du später mal gehen? Das ist so eine typische Frage, die irgendwie nicht auf eine Vorstandskandidatur abzielt, finde ich. Aber von mir aus, wie gesagt, ist also der Innenausschuss, was Kernthemen angeht, ich bin nicht so fett im Urheberrecht, aber behaupte ich mal, also ich kann einigermaßen argumentieren, nicht gegen dich, glaube ich. Ich habe Angst, können wir abbrechen, ich will heim.
Ja, wir sollten vielleicht so langsam... Oh, wir haben gleich eine Stunde. Ja, so ein paar Fragen... Der Innenausschuss wird mich reizen. Machen. Ich bin, glaube ich, der einzige Pirat, der sich auch irgendwie mit Sport auskennt. Und, hey, damit Daniel Mack, das übertreibt man nicht. Also tendenziell... Nee, tendenziell bist du kompetenter als Daniel Mack? Ja, auf jeden Fall. Sport ist durchaus von der Optik. Ein interessantes Landesthema. Also, wir haben ja jetzt schon irgendwie ein paar Wochen über... das Mountainbike-Verbot in Wäldern irgendwie auch mit zu tun gehabt. Ja. Absurder Kram. Ich sehe, dass Daniel Mack sich natürlich das ziemlich viel in Netzpolitik macht und in Sportpolitik. Und das ist teilweise sogar auch recht sinnvoll, also dass der Großteil ist sogar in der Tat recht sinnvoll, was er da von sich gibt. Er macht das ja auch meistens irgendwie... Hat ja auch alles außer Twitter und Sport. Er macht das ja auch irgendwie mit dem Kai Klose zusammen noch irgendwie. Und... Gott, habe ich gerade gesagt, ich wäre so der... Das du wirst Dorf, der Daniel Mack. Der Daniel Mack der Partei. Ja. Okay, Scheiße, das war es doch jetzt. Mit der Wahl jetzt, oder? Das habe ich doch verloren. Jetzt machen wir kurz und bündig jetzt. Hier sind noch ein paar Fragen. Oh Gott. Soll sich ein LV auch zu Bundesthemen, zum Beispiel der Kernkraft, positionieren? Wenn er das möchte. Ich meine, letztlich entscheidet ein Bundesparteitag, was Programm ist. Da kann der LV sich vorher äußern, wie er will oder nicht. Ja? Weil wir haben... in Deutschland, im Bund, dass diese Gefälle, was BGE angeht, haben wir ein Nord-Süd-Gefälle und bei solchen Themen wird immer so sein, dass sich LVs zu irgendwas äußern, warum auch nicht. Und okay. Wenn sich KVs dazu äußern, ja Mai. Zur Kernkraft, okay. Ja, wenn nicht jeder einen Flyer rausbringt, wäre ganz schön, okay. Wenn wir nicht 200 verschiedene Flyer hätten, von jedem KV ein. Twitter-Frage? Ja, also, naja, ich weiß nicht, ob sich das inzwischen erledigt hat. Nee, hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Hat's erledigt. Eine Frage von Lara wäre das gewesen. Ja, aber du hast sie dann doch beantwortet. Dreimal. Okay. Dein politisches Vorbild? Mein politisches Vorbild? Ja. Haben wir doch schon geklärt, Daniel Mack. Janine Wissler. Janine Wissler finde ich in der Tat... irgendwie gut, aber nicht unbedingt als Vorbild. Aber das ist schon interessant und Angela Merkel. Nee. Ich habe kein Vorbild, glaube ich. Ich meine, ich glaube, ganz oben stand diese Frage nach politischer Karriere vorher und so weiter. Ich meine, Hallo! Das Publikum rastet aus. Kann die grüne Jugend bitte nach draußen gehen und muren? Aber ich habe einen Namen. Pirat. Okay. Dominik. Kein Partei. Also ich finde, ja. So ein paar Minuten können wir noch machen. Hier sind auch noch zwei, drei Fragen, aber wir sollten so ein bisschen streamlinen. Ich gehe da mal ganz hoch irgendwie. Ja. Bevor ich beim Piraten war, war ich halt politisch interessiert. Ich habe halt gewählt und so weiter. Ich fand alles scheiße. Ich habe alles Mögliche mal gewählt, außer die FDP. Die habe ich nie gewählt. Und rechts natürlich nie gewählt. Ja. Aber ich fand das eigentlich immer eher enttäuschend und deswegen gibt es da nicht wirklich Vorbilder. Weil, naja, weiß ich nicht. Ich könnte wenn das jetzt, nachher zusammengeschnitten jetzt, wird, ist ich könnte jetzt irgendwas Schleimiges sagen und sage, ich fand Gandhi ganz toll, aber ich könnte nicht sagen, warum. Okay, besser als Stalin auf jeden Fall. Okay, dann hatten wir das politische Vorbild. Dann hast du einen Führungsstil, wenn ja welchen oder dehnst du Führung? Lehnst du Führung als Aufgabe eines Landesvorstands grundsätzlich ab? Ja, im Zweifelsfall kann ich dann da vielleicht doch eher dominant sein. Führung ist, deutet vielleicht jeder auch ein bisschen anders. Ich habe auch schon irgendwie beruflich und so weiter im Projektmanagement und Teamleiter und Gedöns Leute geführt. Ich raste nicht immer aus, wie was manchmal von mir gewohnt ist. Ich sehe aber nicht, dass jetzt der Vorsitzende, die große führende Persönlichkeit eines Landesverbandes ist. Es wird nur ein bisschen gesteuert vielleicht mit Vorleben von Aktivität und solchen Sachen. Okay, wie willst du die Vernetzung vorantreiben? Ich meine, du hast jetzt Vernetzung angegeben, auch mit AGs, AKs. Ja, wie gesagt, ich bin halt viel unterwegs, ich kenne viele Leute, ich mache das auch so schon in Teilen halt. Ich bin leider recht selten in Nordhessen. Ich wollte schon immer mal zu so einer Kasseler Vorstandssitzung, da war ich noch nie bei denen. Komm ich mit? Kommst du mit? Ja, wunderbar. Schon habe ich einen Fahrer. Ja, ich habe nämlich kein Auto, aber der Sepp hat sich gerade als Edelhelfer angeboten und möchte Fahrdienst machen. Das finde ich auch sehr nett. Und habe ich keine Fahrtkosten.
die ich abrechnen dann, kann. Dann hast du ja die andere Frage auch beantwortet. Du bist ja der Vernetzer, dann wirst du auch andere Stammtische besuchen als deinen eigenen. Generell hast du andere Stammtische besucht, außer Höchst? Ja, in letzter Zeit nicht. Ich war früher öfter auch in Offenbach. Hui, ist nicht weit. Ja. Es ist hart. Der ist gar nicht so schlecht, der Offenbacher Stammtisch, finde ich, in der Weinstube. Da sind auch relativ viele neue Leute. Ich werde da mal hingehen. Der ist jetzt am kommenden Freitag. Der ist halt freitags. Und Freitagabend, Samstagabend ist halt irgendwie, es gibt oft auch am Wochenende Piratenaktivitäten, die oft tagsüber sind. Und dann gibt es halt die Freitag- und Samstagabende sind öfters Abend, wo man sich dacht, hey, ich nehme mir mal meine 3-4 Stunden Auszeit von der Partei pro Woche. Und dann fällt da leider der Offenbacher Stammtisch rein. Ich war in Hanau früher 1-2 Mal. Ich war komischerweise noch nie in Darmstadt, was daran liegt, dass der Tim vermutlich mal hierher kommt. Ich hatte das immer mal vor. Da musst du mal hin, wegen den Burgern, das ist richtig echt, geil, echt? Ja. Okay. Ich wollte immer mal nach Groß-Gerau, weil mir das irgendwie immer als ein aktiver KV erschienen ist. Ja, die haben da irgendwie auch mehrere, glaube ich, einmal in Rüsselsheim, einmal in Groß-Gerau. Und immer wenn ich denke, hey, ich könnte mal, wann ist denn dieser Stammtisch, dann ist der leider parallel zur Frankfurter Vorstandssitzung. Was in der Zeit, als ich Vorstand war, ein bisschen ungünstig war. Und auch in meiner Zeit als Basispirat komme ich trotzdem zu den Frankfurter Vorstandssitzungen. Das passt mir gar nicht. Ich würde aber sehr gern mal hin, eigentlich. Ansonsten bin ich öfters auf Kreisparteitagen, eigentlich auch, um Leute kennenzulernen. Also ich war in der Wetterau 2-mal, ich war in Wiesbaden, Groß-Gerau, hier, da, dort. Bin ja auch gerne mal Versammlungsleiter oder Wahlleiter irgendwo und komme auch so ein bisschen rum. Ich würde aber schon ganz gern Stammtische wieder öfter besuchen. Wenn ich einen Fahrdienst hätte, öfter mal, wäre das kein Ding. Wir hatten der Richard aus Wiesbaden hat mal diese Stammtischtour gegründet. Ja, das war cool, ja. Aber das war eine einmalige Aktion, ja. Echt? Gab es die nicht 2-mal? Doch. Ich meine, wir waren einmal beim 2. Mal im Rheingau-Taunus-Kreis, da konnte ich nicht, beim Bernd irgendwo. Beim 1. Mal waren wir im Odenwald. Odenwald, ja, genau. Odenwald. Hat die gestern, jetzt KV sind. Genau. Die hat gestern der KV gegründet, da war ich mit im Odenwald. Als wir dann erstmal waren, können wir gerne irgendwie, wenn der Richard das sieht, gerne mal wieder machen, irgendwo hin. Ja. Hat er Bock, hat er wenig Zeit und ist halt auch untergegangen, wie jemand anderes GBH übernehmen möchte, auch gut. Ja. Aber ich habe hier noch die ultimative Anti-Frage. Oh, die Anti-Frage. Wow. Oh, die Stunde ist rum. Ja, du tanzt auf sehr vielen Hochzeiten. Meinst du kannst dem Amt die nötige Aufmerksamkeit schenken? Jawohl. Ich habe schon immer auf vielen Hochzeiten getanzt und hat das auch früher immer geklappt eigentlich. Wenn ich zu viel zu tun habe, wird halt weniger geschlafen. Aber es wird halt delegiert. Okay. Ganz einfach. Ich gebe das einfach an die Julia ab. Okay. Auf die Julia konnte ich mich bisher immer verlassen. Oh, toll. Ja. Oh ja, ich erinnere mich an den BPT. Dann haben wir hier diese Frage nach der beruflichen oder politischen Umfeld, die Erfahrung mit Führung. Das hast du ja gerade eben angegeben, ja. Projektmanagement, das brauchen wir, glaube ich, nicht drauf eingehen. Ansonsten war ich Vorsitzender in Frankfurt und ist immer ein bisschen was schiefgelaufen. Man hat daraus gelernt. Also in Frankfurt war das ja so. Ich finde ja, der Landesverband ist ein wenig zerstritten. Ich will nicht sagen, dass es mehrere Lager gibt. Es gibt einfach mehrere Grüppchen, die irgendwie sich ein bisschen misstrauen. Es gibt immer Streit auf der PPH. Das hatten wir in Frankfurt auch früher mal. Also früher hat jeder Mensch die Frankfurter Mailingliste abonniert, wegen dem Unterhaltungswert, weil sich jeder da hin und wieder gebasht hat. Das wurde irgendwann, haben wir das abgegeben an die Wetterau-Liste. Die haben Vogelsberg das jetzt, auch sehr Vogelsberg-Liste, die haben das aber auch alle mittlerweile in den Griff bekommen. Wir müssen nur auf der PPH in den Griff bekommen. Einfach mal abschalten. Ja, es gab genau mal wieder die PPH abschalten, haben wir lange nicht mehr gemacht. Danach gehen wir schön Pizza essen, hat sich doch gelohnt. Ja. Okay. In Frankfurt war das ja so früher, also Christian Bethke und ich waren so zwei Leute, die irgendwie ein großes Ego hatten und mittlerweile kommen wir wieder super klar miteinander. Wir machen jetzt zusammen diesen politischen Abend, haben wir so 1-2 andere Ideen und man muss halt einfach mal sehen, dass die Partei groß genug ist mittlerweile für viele, viele Egos aller Arten und die will es halt unter einen Hut zu bringen und mal ein bisschen konstruktiver zu werden. Alles klar, ich habe jetzt ein paar Fragen hier noch, die würde ich jetzt noch aber ratzfatz abhandeln. Kannst du mal ratzfatz. Man muss auch nicht alles fragen. Wie stehst du zu einer Umfrage Piraten für mehr oder weniger Staat?
halte ich für doof, weil das mal so ist. Also tendenziell bin ich ein Fan von, der Staat greift möglichst wenig in die individuelle Entfaltung ein. Und es gibt möglichst wenig Regeln, um halt die gesellschaftlichen Regeln zu bestimmen. Ja. Wir brauchen aber durchaus Staat, vermutlich, korrigiere mich, wenn ich mich irre, ja, im Bildungsbereich und hier und da und dort müssen einfach vom Staat Sachen vorgegeben werden. Irgendwie ist in der Infrastruktur müssen Sachen vorgegeben werden. Das geht nicht alles ohne Staat. Und kann man anders sehen. Also ich meine, kann man anders sehen. Ja, eine Infrastruktur ohne Staat stelle ich mir sehr komisch vor irgendwie. Aber frag mal den Draflo, der hat dazu einen Vortrag gehalten. Aber tendenziell muss man das differenziert sehen. Mal so weiter. Okay. Deine drei größten Fails auf Kreis-, Landes- und Bundesebene. Versuch machen mal wir einen. Also einfach nur jeweils einen Fail und den du dir einfällt, falls du sowas hattest und das in einem Satz. Puh, Bundesebene. Also ich hätte den Bundesparteitag, ich hätte ein, zwei Sätze bei der Eröffnung des Bundesparteitages nicht sagen sollen im Nachhinein. Ja. Wir haben irgendwas mit Lila zu tun. Ich hätte vielleicht auch nicht, es war ein Unfall, ich hätte nicht mit 3 Promille den Bundesparteitag eröffnen sollen. Hat aber keiner gemerkt. Auf Landesebene, keine Ahnung. Also ich kann manchmal ein bisschen ausfallend werden, das ist manchmal ein bisschen doof. Ja. Ich weiß nicht, ob ich einen riesigen Fail auf Landesebene hatte. Auf Kreisebene, weiß ich nicht. Man macht bestimmt, jeder von uns macht viele, viele kleine Fails und wird die auch weiterhin machen, weil wir eben nur Menschen sind und fertig. Ein riesiger Fail wüsste ich jetzt nicht. Also anderen Leuten fallen da bestimmt viele Sachen so ein, so riesige Fails von mir. Spontan mir jetzt aber nicht. Ich hatte die Frage auch so scheiße. Ich hätte jedem im Bingen immer jedes Mal, wir haben alle so gekotzt. Wie kann man denn ja, diese klar. Frage stellen? Die wurde aber gestellt. Und wie stehst von wem du zu, denn? Sag ich dir jetzt nicht. Wie stehst du zu der Schaffung von Antidiskriminierungsbeauftragten? Immer her mit. Ja. Her damit, okay. Dann von Morgens Fanpenis, hast du den Bamble-Test überhaupt schon einmal gemacht? Okay. Komisch, ein gewisser Püt. Komisch. 2-0 ja. Hat die gleiche Frage auf Twitter gestellt. Hallo Püt. Also ich weiß nicht, ob der Ungedanken gerade, kann jemand den Ungedanken antwittern? Und ihn fragen, wie oft ich mit Ungedanken mittlerweile im Final war und danach im Birmingham Pub und danach an der Constabler am Kaffeeautomaten, sowohl an der S-Bahn als auch im Polizeikabuff. Ich glaube, Tim und ich sind die internationalen Meister im Bamble-Test mittlerweile. Masters of Bamble-Testing, Heroes. Wenn der Tim für den Vorsitz kandidiert, was machst du dann? Keine Ahnung, aber würdest du mir mal Kai das Kaninchen geben und ich möchte mal, ich habe mal irgendwie, wenn jemand aussieht wie Püt übrigens, dann ist es er hier. Hallo, Püt, winke mal. Also er sieht um einiges besser aus als Püt, aber... Das ist richtig, ja. Püt ist ein bisschen haariger, gell? Okay. Okay. Haben wir noch was Wichtiges? Oder also ich glaube, das mit den Perspektiven, Fragen, wir haben so viel abgehakt, ich glaube nein. Ich würde sagen... Du bist entlassen. Wahnsinn, ganz jetzt toll. Jetzt kommen die Usbekistan-Urlaubsfotos. Oh, geil, ich habe morgen Frühdienst und auf Wiedersehen. So. Ja, vielen Dank. Möchtest du noch Abschiedsworte an deine mögliche Wahlgemeinde? Ich habe keine Ahnung, wer so lange durchgehalten hat. Oder wer jetzt dachte, doch, vielleicht hier irgendwie... Der Manuel aus Wiesbaden zum Beispiel guckt zu, hat sich über den Monges Fanpenis gefreut. Wer? Der Manuel aus Wiesbaden, Manuel Wüst, wenn du den grüßen möchtest. Hallo Manuel, ich habe mich auch sagen, den hast du eine Schwertlüste, kann man sich da eintragen? Wie kann man dich unterstützen? Also erstmal generell zu Unterschriftenlisten irgendwie, muss ich mal sagen... Ganz fies muss ich da sein. Ich brauche keine Unterstützerunterschriften. Ja. Ich will nämlich nicht, dass die Leute mich unterstützen, sondern die Leute sollen den Landesverband unterstützen. Und basta. Ich brauche keine Schwertliste, weil ich genau weiß, auf wen ich mich verlassen kann. Und sollte ich gewählt werden, kann sowieso jeder auf mich zukommen und sagen, hey, finde ich gut, ich unterstütze dich, wie kann ich dir helfen? Und ich muss vorher nicht irgendwie mit irgendeiner Liste posen. Dann hier, bei mir helfen so und so viele Leute und die sind so und so prominent oder auch nicht. Oder wie auch immer. Oder, oh, ich habe eine Quote von 30% der Frauen im LV, die würden mir alle helfen. Halte ich für doof. Okay. Ja.
Wieso? Möchtest du dich eintragen? Wer natürlich ich nicht bin der ultraneutrale. Ja, genau, genau. Ja. Die Julia möchte zum Versammlungsleiter kandidieren. Ich unterstütze das eindeutig. Ich habe kein Problem damit, wenn man mir seine Unterstützung anbietet. Finde ich voll super. Genau, ich nicht, weil ich kandidiere, sonst hätte ich es auch gern gemacht. Und ja. Ja, der Ungedanken und der Püt genau, haben sich schon gemeldet, dass schon sie irgendwie hin. Interesse haben. Und ja. Ansonsten, es wird ein Team. Das wird ansonsten Sport. Darf natürlich gern jeder Werbung für mich machen und als anstatt einer Sperrliste und sagen, wie toll ich doch bin. Es darf auch gern jeder sagen, was für ein Arschloch ich bin, da habe ich auch kein Problem mit. Wird sowieso passieren. Ich polarisiere ja gerne ein bisschen. Ich habe auch gerne einen trockenen Mund und kann nicht mehr richtig reden. Dann nimm doch das Bier und trink es aus. Den Apfelsaft. So, wir haben jetzt eine Stunde zwölf und da wir jedem Kandidaten genau eine Stunde zwölf zur Verfügung stellen müssen, abzüglich der Zeit, die wir geredet haben. Müssen die anderen Kandidaten auch 20 blöde Gags machen während ihrer Befragung? Oder selbstverständlich. Also wir werden den ganzen Haufen hier mitnehmen. Den ganzen Haufen mitnehmen. Und es müssen auch genau die gleichen Leute im Publikum sitzen, sonst sind es auch keine Gäste. Also Jürgen Thumay, ihr tut mir echt leid. Mr. Grüne Jugend nervt die ganze Zeit. Oh, jetzt habe ich gar nicht gefragt, wie du zur Grünen Jugend stehst. Wie ich zur Grünen Jugend stehe, keine Ahnung. Ich kenne da so wenig Leute von. Okay, ich glaube, wir blenden ab. Ich sag mal vielen Dank. Ich winke noch mal. Stefan, wink mal. Hallo.